Willkommen zurück in unserem Supermarkt. Mir fällt ein, wir können ja mal gucken. Nee, hat sich von außen nicht weiter geändert. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Supermarket Simulator. Wir shoppen Lampen. Ich nehme mal drei. Das ist mir jetzt wichtig. Cool, dass die Lampen jetzt unter den Getränken lagen, obwohl ich die Getränke vorher gekauft habe. Verstehe ich nicht. So, aber ich habe doch drei Lampen. So. Ah, ist das schon viel besser? Ich räume erstmal kurz das rein. Was ich natürlich jetzt nicht bedacht habe, ist, dass ich ja jetzt dann auch mehr Lager brauche. obwohl ich habe hier hinten ja noch Platz. Ja. Geht schon. Muss. Ich würde den Architekten aber was erzählen, wenn die meinen Laden so komisch erweitern würden. Unförmig. Könnt ihr sonst eigentlich die Kasse auch woanders hinstellen? Wie wäre es, wenn wir die Kasse und den... Oh, und den Schreibtisch darüber stellen? Moment mal. Ich habe vielleicht noch eine Idee. Wenn wir das Ding hier so hinstellen. Das Ding. So. Vielleicht noch ein bisschen weiter fordern. Da habe ich aber auch nicht die Regale hier im Blick. Ist das Zeug hier im Weg? Uno momento. So macht es ja gar keinen Sinn. Da macht es so Sinn. Kommen die da ran? Weiß ich jetzt auch noch nicht so richtig. Und dann, wie mache ich das dann jetzt? Ich weiß es nicht. Wo ist mein Kühlschrank?
Machen wir die gekühlten Sachen hin. Nicht schön, aber selten. So, Getränke machen wir so hier vor. Ich glaube, ich brauche eigentlich noch ein Regal. Warte mal. Wir kaufen erstmal. Da habe ich kein Geld mehr für Toilettenpapier. Was kosten denn die Geschirrspültabs? 160? Ich nehme mal nur ein Shampoo. Guck erst mal. Toilettenpapier kommt unter die Milch. Da passt ja gar nichts. Oh. Shampoo. Warte mal, was habe ich noch alles? Neu. Geschirrspültabs, die kommen, glaube ich, ganz runter. Weiß gar nicht, warum ich das so verwinkelt baue. Ich habe eigentlich hier hinten noch genügend Platz. Erstmal. Ja auch, muss es ja nicht bis ganz an die Wand stellen. Es ja auch so machen. Ja, das, ich glaube, das wird jetzt eine Umbaufolge. Und dann ist dahinter mein Lager versteckt. So vielleicht. Seife. Ist dort irgendwo rein.
War das jetzt O-Saft oder? War O-Saft. Noch mehr Seife. Meister Propper. Meister Propper. Das ist auch irgendein Reiniger. Warum ist die Packung so groß? Also, wir machen den Reiniger, machen wir hier ganz runter. Ich glaube, die Kartongröße habe ich noch nicht. Meister Propper. Meister Propper. Handseife, Shampoo und Geschirrspültabs. Ich würde halt, ich hätte halt gerne noch ein bisschen mehr Platz für Toilettenpapier, weil da sind bloß vier. Aber es muss jetzt erstmal so gehen. Oder ich stelle erstmal nur ein Shampoo. Aber ich habe kein Geld mehr für noch ein Regal. Einmal Seife. Da ist ja auch, um Gottes Willen. Und ich würde noch einmal Toilettenpapier bestellen. Ich habe immer noch nichts auf Lager. Bin blöd, ne? Okay, aber wir müssen auch noch die Preise einstellen. Da machen wir 15,60. Hier machen wir. Naja, nee. Ist dann bestimmt zu teuer. 94. 3,20. 3,30. Hier machen wir 20,70. 2,30. 6,30. 30. Okay, was kann ich jetzt noch aufs Lager bestellen? Das ist die große Frage. Seife habe ich noch einmal da. Klopapier oder Tabs wäre nice. Aber die Tabs waren ja so super teuer.
So ganz happy bin ich noch nicht mit der Situation hier. Vor allem richtig doof. Der Lichtschalter ist hier hinten. Verdammt, daran habe ich nicht gedacht. Ich hab's bald, hoffe ich. Das sieht doch fast wie ein ordentlicher Laden aus. So. Oder? Ja, los geht's. Es kann jetzt nur schief gehen. Na gut, das Regal halt hier links. Ja, so sehe ich fast alles. Steht die Kasse halt jetzt hier. Kann ich die... So. Das ist doch perfekt so. Da sehe ich alles. Schön. Uns werden die Produkte ausgehen. Ich weiß es jetzt schon. Voll komisch, wenn die Kasse plötzlich anders steht.
Wir müssen ja bedenken, wir müssen jetzt auch mehr Miete zahlen, weil unser Laden größer wurde. Vielleicht zweimal Meister Proba. Was mache ich hier eigentlich? Die Konzentration lässt nach. Concentration. Wie viel Geschirrspültabs hat der jetzt gerade eingesteckt? Fühlt alle. Oh, Toilettenpapier. Auch, dass die, obwohl sie Toilettenpapier kaufen, trotzdem mit einer kleinen Papiertüte hier rausgehen. Seife. So. Na. Ich muss das mal kurz hier hinstellen. Bitte fallen Sie nicht drüber. Moment, ich mache hier noch Licht. Wow, ganze Kassenbahn voll. Ich bald eine größere Kasse. Gibt's sowas überhaupt? Ich habe keine Tabs mehr. Moment. Das ist jetzt schon ein bisschen stressiger. Ich glaube, irgendwas ist bestimmt auch gleich leer, was ich gerade nicht auf dem Schirm habe. Apfelsaft sieht. Oder Toilettenpapier. Moment, es tut mir leid. Kaufen mir das Klopapier weg. Jedenfalls haben wir jetzt die 100er Beträge überschritten.
Ich wette, das gibt jetzt Kunden, die manche Sachen nicht mehr gefunden haben, die sich jetzt dann beschweren. Die zahlen auch alle nicht mehr passend. Ah! Muss man sich erst beschweren. Nudeln, oh mein Gott. Nein, das sind keine Nudeln. Ich weiß auch gar nicht, wie es bei den Getränken aussieht. Glaube auch nicht mehr so gut. Okay, wir haben es, glaube ich, geschafft. Mensch, das war aber. Das war jetzt ein wilder Ritt. Ja. Gut. Aber es hat, glaube ich, nichts. Also Nudeln war knapp. Nudeln war zwischendurch sehr knapp, aber ich glaube, es hat nichts gefehlt zwischendurch, oder? Ich weiß es nicht. Wir räumen jetzt noch ein bisschen die Regale ein. Also wir räumen hier erstmal auf. Ah, und dann ist die Folge schon wieder vorbei. Ich habe auch gerade nicht so viel Geld, um so richtig viele Sachen nachzubestellen. Ich glaube, das braucht jetzt noch so 1, 2 Tage, bis sich das hier wieder eingespielt hat. Eventuell haben wir da ein bisschen mit Knappheit zu kämpfen. Aber man muss ja trotzdem sagen, ne? Bisher, bis auf ein paar Mal, dass die Kunden meinten, die Produkte sind zu teuer, gab es jetzt noch keine großen Ausfälle. Wir managen das hier schon ganz gut. Aber ich wäre niemals hingekommen, wenn ich immer nur ein halbes Regalbrett pro Artikel gemacht hätte. Sagen wir kaufen dann auf jeden Fall erstmal hier Meister Propper und Shampoo und sowas nach, wo ich jetzt einfach noch gar nichts auf Lager habe. Von den anderen Sachen habe ich ja immerhin noch so ein bisschen was da.
Milch. Nicht Wasser. Ich komme immer noch nicht drüber hinweg, dass ich die ganze Zeit von Wasser gesprochen habe, obwohl das Milch ist. Warum habe ich das... Oh, ich habe gerade nicht hingeguckt. Warum habe ich das immer falsch gesagt? So. Dann starten wir nächste Folge. Ach, warte, wir machen noch schnell den neuen Tag. Nee, okay, niemand hat was nicht gefunden. Das ist sehr gut. Das stellen wir noch schnell ein, sonst vergesse ich das. Soda. Basmati-Reis. Falsche Taste. So. Und, also hat sich auf jeden Fall was getan hier an unserem Laden. Und ja, wir sehen uns morgen wieder. Lasst mir aber wie immer bitte noch ein bisschen Feedback da, ob ihr das Spiel weiterhin sehen möchtet oder nicht. Damit ich da weiß, wie es weitergehen soll auf diesem Kanal. Aber wir sehen uns morgen nochmal wieder. In diesem Sinne, danke erstmal fürs Zuschauen und dann bis morgen. Tschüss.